Stellen wir uns vor, das Ende der Welt ist gekommen und es gibt hier kein Drama. Die Apokalypse erfolgte nicht aufgrund des Falls eines massiven Meteoriten oder einer Zombie-Invasion. Es ist nur so, dass die Menschen Schiffe für interstellare Reisen gebaut und unseren Planeten verlassen haben, weil es ihnen langweilig war, hier zu sein. Und dennoch blieben viele Menschen auf der Erde. Sie haben nur den Moment verschlafen, als das letzte Schiff mit Erdlingen die Oberfläche des Planeten verließ. Daher wurden einige Millionen dieser Menschen dazu verdammt, in einer Welt ohne Infrastruktur, Elektrizität, Wirtschaft und Internet zu wandern. Was werden sie tun? Wie werden sie sich verhalten und werden sie in dieser einsamen Welt überleben können? Um das herauszufinden, müssen wir uns Videospiele ansehen. Ein Unternehmen testete ein neues Spiel in der Beta-Version und informierte dann die Spieler, dass der Server mit dem Spiel nach 11 Wochen gelöscht werden würde. In gewisser Weise kontrollierten die Spieler ihre Charaktere in einer Welt, die bald verschwinden sollte. In einer solchen Situation waren alle Erfolge und Quests bedeutungslos. Die Entwickler analysierten das Gameplay, um zu verstehen, wie Menschen in realen Bedingungen handeln würden, wenn die Apokalypse in einigen Wochen drohte. Es war wichtig zu sehen, wie sich das Verhalten der Spieler änderte, als sie sich dem Ende des Spiels näherten. Interessanterweise gab es in der virtuellen Welt kein Chaos. Jeder spielte einfach, aber sie sammelten keine Erfahrung und sammelten keine Gegenstände, um den Charakter aufzuleveln. Die Anzahl der bestandenen Tests nahm jeden Tag ab. Die Charaktere hörten auf, sich zu entwickeln. Die Spieler behandelten sich gegenseitig mit Respekt. Es ist möglich, dass Menschen in Wirklichkeit auch aufhören würden, an Selbstverbesserung, ihre Karriere und die Steigerung beruflicher Fähigkeiten zu denken. Ein gemeinsames Problem würde Menschen vereinen und sie dazu bringen, einander zu helfen. Solche Forschungen zur Simulation des Weltuntergangs können Wissenschaftlern und Soziologen helfen, menschliches Verhalten in Notfällen und globalen Katastrophen besser zu verstehen. Also, lass uns zu denen zurückkehren, die den Abflug des letzten Raumschiffs verschlafen haben. Und du bist einer von ihnen. Das Erste, was du tust, nachdem du realisiert hast, was passiert ist, ist, zum Supermarkt zu rennen, um Essen zu holen. Natürlich bist du nicht der Einzige, der auf eine solche Idee gekommen ist. Also triffst du dort viele andere Überlebende. Jetzt hast du genug Essen für ein paar Monate. Danach beginnt die wahre Herausforderung. Kennen Sie den Ausspruch, dass der Stärkste überlebt? Er ist falsch. Auch der Intelligenteste überlebt nicht immer. Darwin schrieb in seinen Werken, dass diejenigen, die sich schnell an die Umwelt anpassen, überleben. Wenn ein Kerl Karate kennt und weiß, wie man ein Flugzeug fliegt und schnell rennt, bedeutet das nicht, dass er gewinnen wird. Jemand, der weiß, wie man sich vor gefährlichen Tieren versteckt oder einen Unterschlupf bauen kann, wird überleben. Diejenigen, die vorsichtig sind und die Situation analysieren und sich anpassen, werden gewinnen. Sie müssen die Großstadt verlassen und mit der Landwirtschaft beginnen, um eine Nahrungsquelle zu haben. In verlassenen Geschäften wählen sie Bücher über Gartenarbeit und Gemüseanbau. Auch wenn sie Fleisch essen, benötigen sie Nutztiere. Als die Menschen den Planeten verließen, öffneten sie die Tore aller Bauernhöfe, sodass alle Hühner, Kühe, Truthähne und andere Tiere in Wälder und Felder gingen. Sie müssen ein Landhaus mit fruchtbarem Land wählen. Es wird eine herausfordernde Suche sein. Daher sollte man vor Beginn dieser Reise Kraft und Ausdauer trainieren. Es ist nicht notwendig, Muskeln aufzubauen. Aber tägliches Laufen zur Verbesserung der Atmung ist eine ausgezeichnete Wahl. Es wird viel schwieriger für Sie sein, zu überleben, wenn Sie alleine sind. Finden Sie Gesellschaft. Dies sollten Menschen sein, denen Sie vertrauen können. Eine neue Gesellschaft zu gründen ist viel einfacher, wenn Sie viele sind. Sie und Ihr Team finden Fahrräder und fahren weit außerhalb der Stadt. Unterwegs gehen Ihre Wasservorräte zur Neige, also gehen Sie zum Fluss. Es ist gefährlich, daraus zu trinken, da das Wasser vergiftet sein kann. Sie verwenden spezielle Tabletten, die sich in Flüssigkeit auflösen und alle Keime zerstören. Sie können auch ein Lagerfeuer verwenden und das Wasser kochen. Sie müssen nicht jagen, um Essen zu finden. Im Wald finden Sie viele Beeren, Pilze und essbare Pflanzen. Aber essen Sie nicht das Erste, was Sie sehen. Es sei denn, Sie wollen sich vergiften. Wenn Sie in diesem Bereich keine Erfahrung haben, verwenden Sie spezielle Bücher mit Anweisungen, was Sie im Wald essen können. Sei immer vorsichtig und halte deine Augen offen. Es gibt Beeren,
Wölfe und andere gefährliche Tiere in der Wildnis. Der Bär ist ein ziemlich feiges Tier und möchte dich noch weniger treffen als du. In einigen Fällen musst du also Lärm machen, um ihn zu vertreiben. Außerdem ist es unwahrscheinlich, dass Tiere eine große Menschengruppe angreifen. Großartig. Du hast den richtigen Ort gefunden und hast begonnen, den Boden zu pflügen, um Gemüse zu pflanzen. Jeden Tag gehst du und deine Freunde in den Wald, um Truthähne und Kaninchen zu fangen und eine kleine Farm zu erschaffen. Du und dein Team haben viele Jahre hart gearbeitet, um eine kleine Zivilisation zu bauen. Die Basis jeder Gesellschaft sind Gesetze und Regeln. Du verfasst eine umfangreiche Liste dessen, was in der neuen Welt erlaubt und verboten ist. Und deine Nachkommen erhalten dieses Wissen. Gegenseitige Unterstützung, Fürsorge füreinander, Freundlichkeit und Liebe helfen den letzten verbliebenen Menschen auf der Erde, eine neue Zivilisation zu erschaffen. Bald lernen sie verschiedene Gemeinden kennen, tauschen Waren mit ihnen aus und schaffen sogar eine neue Währung. Natürlich versuchen einige der Überlebenden, Chaos zu stiften und Gesetze zu brechen, aber sie sind eine Minderheit. Und in der Regel fällt es ihnen schwer zu überleben. In gewisser Weise sortiert die Natur schlechte Menschen aus. Die Menschheit würde unter solchen Bedingungen überleben. Allerdings, wenn eine globale Katastrophe eintritt, hätten die Menschen viel größere Probleme. Stellen wir uns vor, dass mehrere große Vulkane gleichzeitig ausbrechen. Und die Kontinente würden von riesigen Tsunamis überschwemmt. Um in dieser Situation zu überleben, bräuchte man viel Glück. Man müsste auf das Dach eines hohen Gebäudes gelangen, um dem herannahenden Wasser zu entkommen. Und man müsste eine Gasmaske oder eine Atemschutzmaske finden, um die mit Vulkanasche gefüllte Luft einatmen zu können. Nur wenige Menschen wären darauf vorbereitet. Die meisten Überlebenden wären Menschen, die weit entfernt vom Epizentrum der Katastrophe leben. Wenn die Eruptionen und Tsunamis endeten, würden die Menschen ums Überleben kämpfen. Es würde schwierig sein, Nahrung zu finden, weil die Katastrophe viele Bauernhöfe und Supermärkte zerstören würde. Darüber hinaus würden viele Tiere in den Wäldern und Feldern unter den Katastrophen leiden. Aber sie müssten trotzdem die Stadt verlassen und nach einem Ort suchen, um ein neues Leben aufzubauen. Vielleicht müssten sie jahrelang ein Boot segeln oder in einem Schutzanzug und einer Gasmaske herumlaufen, um sich vor giftigen vulkanischen Gasen zu schützen. Aber in jedem Fall müssten sie viel reisen und irgendwo nach Essen suchen. Dieses Mal würde es keine Wälder und Felder geben, in denen man einen Truthahn fangen oder Beeren pflücken könnte. Katastrophen würden alle Vegetation zerstören und fast den gesamten Planeten überfluten. Um zu überleben, müssten sie nach Konserven und Fisch suchen und mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Aber wären die Menschen in der Lage, die Bevölkerung unter solchen Bedingungen vollständig wiederherzustellen? Wissenschaftler haben einige Studien durchgeführt und festgestellt, dass mehrere hundert Menschen in der Lage wären, die menschliche Rasse für Jahrhunderte fortzusetzen. Aber nur, wenn sie einen sicheren Ort finden würden, wo es keine Naturkatastrophen gibt. Es könnte eine kleine Insel oder eine kleine auf dem Wasser gebaute Stadt sein. Unsere Vorfahren schafften es, schwierige Zeiten zu überleben. Eine Eiszeit und vulkanische Winter. Zum Beispiel begannen die Menschen vor 12.000 Jahren, am Ende der letzten Eiszeit, sich mit Landwirtschaft zu beschäftigen. Kleine Dörfer von mehreren hundert bis tausend Menschen begannen weltweit zu erscheinen. Sie bildeten Ehebündnisse zwischen den Dörfern, um ihre Familien zu erweitern. Genetische Vielfalt ist notwendig für ein erfolgreiches Bevölkerungswachstum. Daher wäre die Ansiedlung in einem kleinen Dorf nicht ausreichend. Die Menschen müssten weltweit nach anderen Überlebenden suchen und sich zu großen Gemeinschaften vereinen. Nur dann hätte die Menschheit eine Chance.